Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yawn the Giant. Kindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Ja, die Intros von Dark Souls sind immer atmosphärisch. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja, Leute, wir haben ja jetzt hier Resident Evil 7 vor kurzem beendet. Das war das erste Let's Play, was ich aufgenommen habe. Und jetzt ist noch ein bisschen Zeit hin bis zum nächsten aktuellen Spiel und ich dachte, was könntest du bis dahin noch machen vielleicht? Und da ich wirklich ein großer Dark Souls Fan bin, dachte ich mir, ach komm, dann mach doch einfach ein Let's Play von Dark Souls da kann ich in diesem Durchgang vielleicht nochmal Tipps und Tricks ein bisschen zusammenfassen aus diesem Spiel und ja, ich habe auf jeden Fall auch meinen Spaß dabei, weil es, wie gesagt, zu meinen Lieblingsspielen gehört. Ich hoffe auch, dass irgendwann nochmal ein Remaster kommt vom ersten Teil. Der erste Teil damals wirklich, das war und ist eigentlich das Spiel meines Lebens. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da mit diesem Spiel verbracht habe. Ja, aber gut, jetzt sind wir hier. Ich habe überlegt, was machst du, um das vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten. Und für mich, da ich das Spiel ja auch schon kenne, vielleicht als kleine Challenge, dachte ich mir, wir versuchen einfach in diesem Durchgang mal das Spiel durchzuspielen mit der Startwaffe. Und nicht nur mit der Startwaffe, sondern wir spielen auch als Bettler. Das heißt, fangen mit Level 1 Charakter an.
Ja, und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Je nachdem, auch wie das Interesse ist, würde ich sagen, wird das Let's Play auch weitergespielt. Wenn, ja, keiner zusieht, überlege ich es mir nochmal. Vielleicht kommt da nochmal was anderes dazwischen. Muss man mal sehen. Aber jetzt sind wir kurz in der Charaktererstellung. Ich überlege gerade, was ich hier schreiben könnte. Ja, nee, das war. Ah, da, 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 da. Ach, machen wir es doch einfach. So. Und fertig. Ja, so, Geschlechter männlich, das haben wir. Alter, erwachsen bin ich schon ein paar Jährchen, auch wenn ich eine junge Stimme habe. Klasse, da nehmen wir jetzt den Bettler. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Begräbnisgeschenk. Nehmen wir, da brauchen wir natürlich. Ja, ich würde sagen, Ring des Lebens. Vitalität ist immer ganz gut. Besonders am Anfang. Körperbau, haben wir normal aussehen. Wir machen jetzt auch keine lange Geschichte. Haarfarbe, Frisur vielleicht noch. Haarfarbe. Wo sind denn jetzt hier die. So, Haar und Bärte, Frisur. Mal, dann nehmen wir mal irgendwas Fesches. Nehmen wir das hier mal. Zack. So. Und fertig. Damit wir uns nicht allzu lange hier aufhalten, geht es jetzt gleich los. Ja, ich hoffe, wir kommen weit. Ich hoffe, das war nicht zu forsch hier mit dem Bettler. Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie immer, viel Spaß beim Zusehen. Totenacker der Asche, da sind wir und es geht los. Oh, da droppt er gleich eine heilige Glocke. Das kommt, glaube ich, auch nicht so oft vor. Also, das ist auf jeden Fall mir noch nie passiert. Da wir aber keinen Kleriker spielen werden, ist es im Grunde auch egal, ob der die droppt oder nicht. Aber ungewöhnlich war es auf jeden Fall. Nope. Nope. Oben war, glaube ich, auch noch einer. Ja. Betonung liegt auf wahr. So, hier liegt noch ein Item, das holen wir uns noch ab. Gegen dieses große Monster. Auf den Kampf verzichten wir, glaube ich, hier nochmal. Ist zwar zu schaffen, aber ist auch ja, nicht einfach. Und um jetzt nicht in die Gefahr gekommen, gleich zu sterben. Lassen wir den erstmal hier ein bisschen für sich alleine. Und später wiederkommen. Daran hindert uns ja keiner.
Ansonsten war hier unten nichts mehr, soweit ich mich erinnere. Da lag also noch nicht allzu viel Items rum. So, und die erste Geste. Somit freigeschaltet. Na? Na? Nope. Nope. Schwindende Seele. Oh, daneben gesprungen. Ich glaube, da müssen wir nochmal hoch. Und tschüss, Leute, weg. No. Okay, da oben liegen Bomben. Die Bomben sind natürlich auch nicht schlecht, wenn man die hat, aber ich hoffe, dass wir einfach jetzt ohne die Bomben durchkommen. Hier auch mit der Keule und nackt und so. Drückt mir die Daumen. Jo, einmal hat er mich kurz erwischt, aber das war schon mal ganz gut. Dann haben wir den ersten hier schon mal, zumindest fürs erste Kenner des Spiels werden. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Hab ich wahrscheinlich jetzt schon. Okay, es läuft, weiter geht's. Das soll hier übrigens keine Garantie auf Vollständigkeit, beziehungsweise es wird nicht komplett alles, jedes Item hier gezeigt werden. Ich möchte einfach versuchen, hier in dem Run so das Wichtigste, was mir bisher aufgefallen ist in dem Spiel, so das möchte ich hier nochmal festhalten, beziehungsweise die Tipps möchte ich euch mitgeben. Und es ist aber auch so, dass hier bestimmt dann auch noch irgendwo rechts oder links ich das ein oder andere eher unwichtige Item dann liegen lassen werde, einfach um Zeit zu sparen und um euch auch nur wirklich so die wichtigsten Sachen zu zeigen. Ganz wichtig sind ja zum Beispiel auch die Splitter hier, dass man die den Heilungstrunk hier verbessert zum Beispiel, dass man da die Splitter findet, so diese wichtigen Sachen, die möchte ich mitteilen, wo man das am besten finden kann und wo man die bekommt und wie man die am besten bekommt, solche Sachen dann eben. Hunde sind oft sehr nervös.
Unten können wir auch nochmal lang gehen. Vorher noch was einsammeln. Schon mal ein besseres Schild. Ach, da oben liegt, glaube ich, auch noch was. Alright. So, wo war das denn? Hier die Treppe hoch. Genau, hier liegt noch was. Da, genau. Da habe ich mich doch richtig erinnert. Eine Glut, genau. Glut ist ja auch wichtig. Ja, je nachdem, wie man bei den Bossen hier so vorankommt, werde ich jetzt in diesem Durchgang auch unter Umständen auch die Hilfe oder auch Coop spielen. Ja, man muss sich das Leben ja nicht zwingend schwerer machen. Es sei denn, irgendwann ist vielleicht das Interesse, dass man sagt oder dass ihr sagt, ja, ich werde mal irgendwie so einen Challenge Run zu machen, komplett allein jeden Boss auf Level 1 oder sowas in der Richtung. Aber das muss jetzt im Moment zumindest auch nicht sein. Wobei Lust dazu hätte ich auch. Gemacht habe ich das schon mal bei dem ersten Teil. Da hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ob das hier auch gut funktioniert, dazu kann ich allerdings nicht sagen. Oder ob das hier noch schwerer ist oder gleich schwer, das weiß ich gerade nicht. Hallo. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding throne. Yes, yes. But we are talking true legends with the metal to link the fire. Not fit to lick their boots. Don't you think? Yes. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends. Those who would link. What a sick joke. Kurzer Tipp hier am Rande nochmal für alle, die es vielleicht noch selber spielen möchten. Die NPCs immer so lange ansprechen, bis, ja, bis die Texte sich wiederholen. Denn es kann immer mal sein, dass hier die NPCs noch im Nachhinein etwas fallen lassen, etwas droppen. Ringe zum Beispiel oder irgendwelche guten Items. Also, wenn ihr das selber irgendwann nochmal spielen wollt, immer die NPCs so lange ansprechen, bis sich die Texte wiederholen. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. Das ist nett. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Lass mal schauen. Then touch the dark ignorance. So, am Anfang hau ich eigentlich, wenn ich weiter leveln möchte, eigentlich mal erstmal alles in Vitalität. Finde ich persönlich am wichtigsten am Anfang. Farewell, Ashen One. May the So, jetzt haben wir das Schwert ja von dem ersten Tutorial-Boss. Das stecken wir jetzt hier rein. Und reisen jetzt auch gleich schon zum nächsten Bereich, zum ersten richtigen Bereich. War hier noch was? Ganz kurz mal schauen. Trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my good friend. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ashen One, fetch souls and bring them to me. Genau, also die Seelen der Gegner. No. Die können wir hier bei der Händlerin zum Beispiel ausgeben und außerdem möchte sie bestimmte
Aschensorten haben, die, wenn wir ihr diese verschiedenen Aschen bringen, die in der Welt verteilt liegen, dann erweitert die Dame hier ihr Inventar. Das heißt, man muss immer diese Aschen auch, ja, möglichst alles absuchen. Ihr kennt das von allen anderen Spielen, in jede Ecke gucken, damit man auch die Aschen findet. Dann hier zur Händlerin bringen und dann erweitert sie ihr Inventar. Aschenmann, be sure. So, da wir aber schon hier was gefunden haben, können wir wahrscheinlich uns noch einmal, vielleicht zweimal noch aufleveln. Das machen wir auch gleich. So, mal schauen, ob das einmal oder vielleicht sogar zweimal möglich ist. Zweimal. Farewell, Aschenmann. So. Dankeschön. Und hier ist der geliebte Schmied auch schon, den wir im eine oder andere, wer es gespielt hat, weiß es, aus dem ersten Teil. Da haben wir den zum ersten Mal gesehen. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust? Yes. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Yes. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Ja, hier kann man Waffen verstärken, Waffen durchwirken, die Ausrüstung reparieren, was eigentlich noch nie nötig gewesen ist. Und die Estus-Flakons können wir hier uns aufteilen in Magie und Gesundheit. Da ich nie als Magier spiele, nehme ich halt immer Gesundheit, aber das kann man machen, wie man möchte. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in, so handle them with... Pretty, be careful. Ja, diese Sachen werde ich euch im Laufe hier des Let's Plays noch, werden wir noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber fürs Erste reicht das hier. Es geht direkt weiter, keine Zeit verlieren, zum ersten richtigen Bereich. Hohe Mauer von Lothric. Ach, hier liegen schon Zeichen. Das hatte ich vorher. Okay. Ah, das kann nicht beschworen werden, dann kann man es direkt mal hinsetzen hier. Ja, wie gesagt, also wenn hier Leute zufällig sich anbieten, dann habe ich mir gedacht, dann warum nicht auch annehmen. Macht die Sache leichter. Die Information bekommt ihr sowieso.
Ob jetzt ich alleine spiele oder mit noch jemand anderem, das ist eigentlich egal. Wenn sich keiner anbieten würde, dann spiele ich auch alleine. Hallo. Wow, was ist denn das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Die Keule hat ja ein Mega-Special hier. Das ist ja geil. Okay, jetzt muss man sich merken. Also das hat mich jetzt gerade überrascht. Okay, also kann man mal sehen. Einfach mal verschiedene Waffen ausprobieren. Hallo, 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 hallo. Wir sind ja schon relativ gut equipped hier, die Leute. Sehr gut. Ja, dann lass uns mal losgehen. Ein bisschen Hilfe ist nie verkehrt. Ja, das macht die Sache doch immer leichter. Aber ihr werdet auch noch Gameplay hier von mir sehen, indem ich alleine spiele. Also das wird auch passieren. Zum Beispiel der Bosskampf eben, habt ihr ja gesehen. Wahrscheinlich auch andere Bosskämpfe. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt holen wir uns erst noch das Item hier oben ab. Brandbombe. Und dann, schwupps, hüpfen wir mutig hier runter. Zu mutig, das Item verpasst. Okay, weiter geht's. Das war Teamplay, er hat ihn angesnackt und ich dann die kleine Rückenmassage. Es läuft und es geht weiter zum nächsten Speicherpunkt. Hier oben rechts geht's lang, um hier mal kurz zwischenzuspeichern. Das auch erledigt. Wenn man dann stirbt, wird man hier wieder erwachen. Deswegen, wann immer ihr ein Leuchtfeuer seht und findet, aktiviert es. Oh, was war das denn jetzt? Der eine ist schon vorgegangen. Hat ein bisschen Vorarbeit geleistet. Dann gehe ich weiter. Denn ich möchte hier ein bestimmtes Item haben. Genau. So, den kruden Edelstein. Der ist am Anfang nämlich relativ wichtig. Denn damit können wir gleich zum Schmied gehen. Und die Waffe auf Krude umändern. Dadurch haben wir mehr Schlagkraft.
Das zeige ich euch dann gleich. Oh, er hat sich mir angeschlossen, hat sich nackig gemacht. Ah, hier ist noch ein Item. Dann geht's hier durch die Mauer. Durch die Fake-Mauer. Übrigens Unwort. Das Unwort oder das... Das ist, wie war es? Unwort des Jahres 2016? Nee, Quatsch. Anglizismus 2016 habe ich noch gelesen heute. Fake News. Fake News. Fake News. Fake News. Das glaube ich nicht. Ja, Fake News. Ja, es passt irgendwie. Muss man sagen. Der ist jetzt auf jeden Fall wach. Wir haben ein besseres Schild. Oh. Na komm. So, hier unten müssen wir hin, einen wichtigen Schlüssel holen und ganz wichtig eine Scherbe. Ist ganz gut, dass die jetzt, dass die Jungs hier mitmachen, geht das schneller. So, hier ist ein wichtiges Estus-Scherbe, um mehr uns öfter heilen zu können. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel, damit können wir gleich einen Händler befreien. Den muss man auf jeden Fall auch mitnehmen. So, und jetzt geht's hier weiter runter. So, ein bisschen warten, bis er weg ist. Danke. Ach, zu dritt geht das aber wirklich angenehm zügig, muss ich sagen. Angenehm schnell. Hier liegt ein Rapier. Auch eine sehr gute Anfangswaffe. Ein Stechschwert. Bevor wir jetzt hier unten zum nächsten Boss gehen, werden wir erst eine wichtige Abkürzung freischalten. Und uns hier nochmal ein Item holen. Um uns später aufzuleveln. Oh, Scheiße. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Dann holen wir das Item später. Machen aber auf jeden Fall die Abkürzung frei. Denn mit 3, nee, mit 0 Energie jetzt auf den nächsten Boss, da werden wir nicht lange durchhalten, denke ich. Ich hoffe, dass die beiden zu zweit die drei Skelette da fertig machen. Da denke ich,
Das wird nicht das Problem. So, hier ist eine Abkürzung. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Normalerweise würde ich jetzt nochmal zum Lagerfeuer und den Estus aufladen. Da wir aber jetzt hier die Helfer haben, danke. Könnten wir es versuchen. Also ich bezweifle, dass ich jetzt mit einem einzigen Flakon das überleben werde. Aber zu dritt ist es vielleicht doch möglich. Ziehen wir gleich mal die Hose an. Bringt nicht viel, aber ein bisschen. So, dann hier. Hier kann man übrigens normalerweise sich ja noch Hilfe holen. Da liegt ein NPC-Zeichen auf dem Boden. Bevor es zum nächsten Boss geht, holen wir uns hier ein Item, das wir brauchen. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Hallo, Emma. Allow me to speak frankly. Yes? You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone. To their journey homes, converging at the base of this castle. Okay. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Okay. Genau. Diesen Banner brauchen wir. Den anderen Gesprächsstoff, das verschieben wir mal auf später. Hello. Hello, hello, hello. So, jetzt hoffen wir, dass wir es überleben. Mit keinem Estus. Und keiner Rüstung. Ich warte mal, bis die anderen kommen. Okay, das haben sie quasi für mich erledigt. Ich danke euch. Das war sehr gut von euch. Das habt ihr sehr, 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 sehr gut gemacht. Ciao, ciao. Ihr wart klasse. Ja, wie gesagt, das ist hier kein Challenge Run, sondern ich möchte euch einfach ein paar Sachen zu dem Spiel erläutern im Verlaufe. Und ja, wenn es sich ergibt, dann nehme ich die Hilfe von anderen hier gerne an. Das beschleunigt die Sache unter Umständen. Und ansonsten wird es aber mit Sicherheit auch den ein oder anderen Bosskampf geben, den ich alleine bestreite, wenn da halt in dem Moment gar keine Zeichen auf dem Boden sind. Das wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal vorkommen. Jetzt gehen wir aber zurück zu dem Schmied erstmal. Und werden. Nein, wir sprechen erstmal mit ihm hier, ob er irgendwas zu sagen hat. What a sick joke. Ja. Asking us to seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends. Those who would link the fire. Naja. We're not fit to lick their boots.
What a sick thought. Das war dasselbe wie eben. So, dann gehen wir zu dem Schmied und lösen unsere erste Estus-Scherbe hier ein, damit wir dann viermal heilen können. Du kannst hier Estus verstärken, bitte einmal. So, und wenn wir dann zu dem Lagerfeuer hier gehen, haben wir statt dreien 4. So, eben kurz schauen, ob wir sonst was Nützliches im Inventar haben. So, hier, ach, wir wollten ja auf Krude umändern, das machen wir jetzt auch noch. Den Schlüssel, ansonsten nichts. Dann die beiden mal nehmen hier. Und die kleinen 5. So. Und jetzt zeige ich euch mit dem Umwandeln, wie das funktioniert. Ja, ich habe ja versucht, hatte ich das am Anfang gesagt, das Spiel mit der Startwaffe durchspielen. Eieieiei, mit dem Knüppel. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Wechseln kann man immer noch. Dann wird sich halt diesmal durch die Welt geknüppelt. Ja, du kannst hier gerne mal durchwirken, Waffe durchwirken. Und zwar diesen exzellenten Knüppel. Und zwar auf Krude, da seht ihr rechts, wenn wir das auf Krude stellen, haben wir statt 108, haben wir dann schon 140 Schaden. Ja. Das ist doch eine merkliche Steigerung. Deswegen machen wir das auch jetzt. So. Diese krude Verwandlung, die ist auch nützlich so bis Level, ich würde mal vielleicht sagen, so grob bis Level 60, 70 vielleicht. Ah, ungefähr. Und ja, 50, 60 vielleicht eher. Und danach wird es auf jeden Fall, also spätestens dann, wird es sinnvoller, nicht mehr krude die Waffe zu haben, sondern die Waffe auf irgendeinen anderen Stein zu legen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das werden wir noch besprechen. Jetzt haben wir aber erstmal krude und ansonsten skalieren die Waffen, die diversen Waffen ja auch mit Stärke oder mit Geschicklichkeit zum Beispiel, ne? Stärke sieht man, wir sind ja hier mit dem Level 1 Charakter gestartet, deswegen haben wir jetzt überall 10. So, und dann gibt es Waffen, die skalieren, also werden besser, wenn man den Punkt Stärke erhöht oder den Punkt Geschicklichkeit erhöht. Und je nachdem, ja, welchen Buchstaben hinter der Waffe steht, das geht von S bis, ich glaube, D bis E, von S bis E. S das Beste, E das Schlechteste. Dementsprechend jedenfalls werden die Waffen stärker. Je höher man also eine, zum Beispiel Waffe, die auf Stärke C hat, dann Stärke erhöht, desto stärker wird auch dann die Waffe. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Werde mich bestimmt dann nochmal wiederholen oder wir werden das im Laufe des Spiels gemeinsam nochmal machen. So, dieser Küppel zum Beispiel hat skaliert auch auf Stärke. Aber da wir ja die krude Waffe haben, nimmt er Stärke nicht an. Das heißt, erst wenn wir krude wieder wechseln, dann wird die Waffe besser durch die Erhöhung von Stärke. Das sparen wir aber uns auf für einen späteren Verlauf. Deswegen können wir hier getrost nochmal was in großzügig in Vitalität geben. Und ja, nochmal ein paar auf Kondition. Das ist immer gut. Dann haben wir vielleicht einen Schlag mehr
zur Verfügung. Denn die Kondition, das ist hier oben links, wie ihr seht, der grüne Balken. Ja, also der zeigt hier an, wie oft man schlagen kann mit einer Waffe. Deswegen ist Kondition neben Vitalität auch ein sehr ein wichtiges Attribut. Genau. Ja, dann haben wir hier erstmal bis hierhin das Wichtigste gemacht. Und dann geht's auch schon weiter im Spiel. Ist übrigens auch ein Vorteil, wenn man die Waffe am Anfang auf Krude stellt, dass man dann ja getrost wirklich auch in Vitalität und Ausdauer investieren kann, da das Erhöhen von Stärke ja bei dieser Waffe dann erstmal nichts bringt. Im Verlauf des Spiels kann man dann an einer bestimmten Stelle diese Dinge nochmal umstellen und den Charakter auch umskillen. Das geht ja hier im Vergleich zum ersten Teil von Dark Souls ist das dann doch schon wesentlich komfortabler. Und ich muss sagen, ich habe absolut nichts dagegen. Im Gegenteil. So, jetzt haben wir den Banner von der alten Frau. Und den können wir jetzt hier verwenden. Willkommen in der Untoten-Siedlung. Wobei hier oben noch... Ach, da liegt ein Zeichen. Nehmen wir mit. Wobei hier oben noch... keine Skelette rumturnen. So, das ist gut. Immer gut, diese Dinger für die Seelen. Hier dachte ich, liegt was. Liegt aber nicht. Mich vertan. Ja, kommt auch mal vor. Wir spielen ja auch hier übrigens online. Das heißt auch, wir können jederzeit invaded werden. Auch deswegen nehme ich hier einfach mal andere Spieler mit als Unterstützung. Uhu. Ich grüße dich. War der das von eben? Ich glaube, das war der von eben. Ah, sehr gut. Vielleicht begleitet er uns ja ein kleines Stück. So, dann geht's hier runter. Ein Köderschädel. Damit kann man... ja, alle möglichen Feinde anlocken, wenn man den in deren Nähe schmeißt. Hier holen wir uns noch ein Item. Und jetzt gehen wir zu einem wichtigen, sehr wichtigen NPC. Please, grant me death. Undo my shackles. Machen wir. Wir lösen deine Fesseln. Ja, tut mir leid. Warte. Reden. Oh. Oh, hallo. Then it's true. Es ist wahr. Champion of Ash, as genau. I live and breathe. To be wir sind es. Leibhaftig. A great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained.
Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Oh, das machen wir. I should be dead. Yet you have I, Yol of Londor. Treuheit, wunderbar. Wir beeilen uns jetzt, damit der andere nicht so lange warten muss. So, der beamt sich jetzt nämlich zu dem Schrein und wird uns da in vielerlei Hinsicht eine Hilfe sein. Was machst du denn da? Also manchmal lungern die auch so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend hier. Feuriger Edelstein. Den könnten wir zum Beispiel auch zu dem Schmied bringen. So, hinsetzen, zurückbeamen können wir uns jetzt nicht, solange wir hier jemanden in unserem Spiel haben. Nope. Ah, die Hose ziehen wir nicht an, die ist ein bisschen... Ah, die passt einfach nicht. So ein Röckchen, da verzichten wir drauf. Ein Harzbündel, da können wir unsere Waffe mit... befeuern. Na? So, da hinten lag noch ein Item, das war glaube ich nicht wichtig. Reparaturpulver, ja. Na gut. Bisher nie gebraucht. Dieses Item ist allerdings wichtig hier. Das kann man abschlagen. Knochen von Loretta war das nämlich. Den können wir gleich jemandem geben. Nope. Der ist übrigens sehr schwer, der Boss hier. Also der zwischen... Muss man aufpassen. Zumindest am Anfang. Ihr seht... Der kann richtig gut einstecken. Im Gegensatz zu uns. Aber mit Hilfe geht das sehr... ziemlich schnell. Hier ist ein wichtiges Item. Wieder mal eine Estus-Scherbe. Die brauchen wir. Die rüsten wir auch gleich aus. Nope. Eine wichtige Glut. So. Jetzt habe ich den getreten, das wollte ich gar nicht. Aber er hat es gar nicht gemerkt, glaube ich. Hier ein Tipp. Hier kann man runter. Entdecken wir nämlich dann... den Krieger des Sonnenlichts, Eid. Beziehungsweise dessen Medaille. So, hier mache ich ein kurzes Break, weil die Zeit vorbei ist. Und es geht aber dann sofort hier weiter. Bis gleich und ciao.